reichlich fließen die Spenden ein von da und hier. Eva hält die hübschen Hände auf dafür. Und falls die Spendenfreude fehlt, hebt sie ein bisschen nach. Doch Freunde, was macht das? Reichlich fließen die Spenden ein, fragt nicht wieso. Und immerhin macht dieses Geld sehr viele Menschen froh. Eva ruft den Armen zu, sich öffnet Tür und Tor. Jeder spricht nur von dieser Stiftung von Eva Perron. Möchtest du mal gern ganz sorgenfrei studieren, Hausbesitzer sein oder einfach mal pausieren? Eva macht mit ihrer Stiftung deine Träume wahr. Du brauchst nur Glück, dann geht das schon. Schreibe erst deinen Namen und dann deinen Wunsch auf eine Karte. Wirf sie hoch in die Luft wie alle und dann warte. So gütig wie die gute Eva Perron. Eva Perron. Wir fließen die Spenden raus in Evas Namen. An die hungrigen, schwachen und kranken, kurz an alle Armen. Zwar geht ein Teil der Gelder dabei irgendwie verloren. Doch Freunde, was macht das schon? Reichlich fließen die Spenden raus, fragt nicht an wen. Einer Heiligen soll man nicht auf die Finger sehen. Die Führung ist eine Last, Zahlen stören nur. Niemand ist so ehrlich wie die gute Eva Perron. Zahlen hinzuschreiben. Nirgends gibt's ein Konto mit Namen. Eva Perron.